Der Podcast für ganzheitliche Entwicklungsbegleitung heute holt die Heilpädagogik ans Licht. Es erwarten dich Themen, Menschen, Projekte, die dich und dein berufliches Tun inspirieren. Ich bin Alicia Seiler. Schön, dass du da bist. Im Zuge meiner Masterthese habe ich mich mit vielen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterhalten. Und wirklich, in jedem Gespräch kam zur Sprache, dass es schwierig ist, zu erzählen, was man so macht. In unserer Gesellschaft ist die Identifikation über den Beruf ja enorm hoch. So kommt relativ schnell die Frage: Und was machst du so? Hast du eigentlich schon mal ausprobiert, wie andere darauf reagieren, wenn man sagt, also ich bin gerade dabei, den Keller auszuräumen? Nee, ich meine jetzt so richtig. Ja, so richtig. Dann nennt man brav den Namen seines Berufes, im Wissen, dass das nicht ausreichen wird. Oft besteht Verwechslungsgefahr mit dem Heilpraktiker und die Frage kommt auf, wer eigentlich geheilt wird. Solche und ähnliche Dinge haben mir Heilpädagoginnen und Heilpädagogen berichtet. So ist die Idee entstanden, eine Kampagne zu starten unter dem Motto Heilpädagogik ans Licht. Ein Baustein dieser Kampagne, den hörst du dir gerade an. Es ist der Podcast. Einer der meistzitiertesten Pioniere der Heilpädagogik, der Paul Moore, hat gesagt, Heilpädagogik ist Pädagogik und nichts anderes. Und doch grenzt sich die Heilpädagogik zum Beispiel von der Sozialpädagogik ab. Vor dem Zweiten Weltkrieg war die Heilpädagogik mit der Sonderpädagogik in einem Topf. Und nun kümmert sie sich um Menschen im außerschulischen Bereich. Naja, kümmern hört sich gar nicht so nach Augenhöhe an und das ist natürlich nicht ganz korrekt. Heilpädagoginnen bedienen sich aus verschiedenen Wissenschaften, der Pädagogik, der Psychologie, der Soziologie, der Medizin und vieles mehr. Ziel ist es, den Menschen ganzheitlich wahrnehmen zu können und in seinem, ihren ganzen Sein begleiten zu können. Und das Ganzheitliche wird im Heil des Wortes Heilpädagogik ausgedrückt, also ein Ganzes. Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden, wenn sie sich in erschwerenden Bedingungen befinden, auf Augenhöhe begleitet, gefördert und unterstützt, nach Maria Montessoris Motto, hilf mir, es selbst zu tun. Also es geht darum, Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten. Wenn ich mir zum Beispiel anhöre, was Menschen in der Coaching-Szene so sagen, dann denke ich ganz oft, das ist doch Heilpädagogik. Und die wissen es nur nicht. In welchen Berufsfeldern entdeckst du Ähnlichkeiten? Wenn du Heilpädagogin oder Heilpädagoge bist und mal davor fliehen möchtest, ausführlich zu erklären, was dein Beruf so umfasst, dann gib doch einfach den Podcast als Tipp weiter. Bist du Fan der Kampagne Heilpädagogik ans Licht? Dann unterstütze den Podcast durch eigene Beiträge mit Sprachnachrichten zum Beispiel oder als Interviewpartnerin oder Partner, mit Fragen oder auch mit eigenen Erfahrungen. Du kannst mir schreiben über meine Homepage www.innovation-bba.com. Eine schöne Zeit, bis zu deiner nächsten Podcast-Folge.